Hallo? Kanalhaus-Oper, liebe Co-Produzenten, liebe Kollegen und Interessierte an IT-Soziologie und musischer Aktivität. Ich habe hier jetzt in Sicht, ich schätze mal heute oder morgen wird das erreicht, 200.000 Kanalhaus-Oper für Lichtgeschwindigkeit. Das ist wohlverdient, finde ich. Deshalb werde ich jetzt hier... Oh, das geht. Ich muss noch ein paar hunderttausend machen, damit ich mit dem Echtzeitflaschen öffnen besser klarkomme. Ich werde manches besser machen in Zukunft, aber ich verspreche, das ist wie mit der Malerei. Ich mache keine Sendung mit Wiederholung oder mit etwas, was ich schon gemacht habe. Und zwar, ich verspreche es wirklich, das fällt mir leicht für mich selbst. Ich fände es langweilig. Deshalb, wir hören jetzt hier im Hintergrund die von mir mit anderen Musikern zusammen, meine Produktion, 8 Days a Week, die Musik, hätte ich ja 200.000 Mal spielen können. Aber darum geht es nicht, sondern es geht darum, dass hier in der Kunst keine Pause ist. In der Kunst geht es immer weiter und wir leben davon sozial, durch geistige Bezüge. Jeder gibt, was er hat, was er geben mag. Und Schlafen und Müdigkeit ist völlig normal. Also, es lebe die Inkonstanz und die Mitmenschlichkeit. Auf die 200.000 Lichtgeschwindigkeit. Der wird es machen. So. Das ist die härteste Sorte, die ich kenne. Die brennt von selber, da ist Schießpulver drin. Ich habe so viele Ideen. Weshalb ich auch den Lucian Freud so gut fand. Der hat gesagt, er macht in jedem Bild etwas Neues. Ich mache auch in jedem Bild etwas Neues. Sonst würde es mich langweilen. Und deshalb möchte ich mal noch etwas zeigen. Ja, man kann was sehen. Ich sag's mal für alle Nicht-Flaggologen, das ist die Flagge von Irak mit den grünen Sternen. Und die Sportart da drin ist auch so, dass sie ohne Worte verständlich ist. Hier. Heute ein schöner Tag. Sunny Day, das nenne ich Sonne in Lichtgeschwindigkeit. So.